Ich grüße euch und heiße euch wieder herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer Quest. Ja, wir machen weiter mit der nächsten Quest in Altdorf und zwar überflüssig und stolz. Los geht's. Wir sollen nämlich in einen Kanal eindringen und dort an einer bestimmten Stelle eine Bombe platzieren. Ach, den dürfen wir sogar auswählen. Christoph wartet auf die Abenteurer am Ausfluss eines Abwasserkanals am Ufer des Reich. Er wird von einigen seiner schwarz gekleideten Agenten mit einem imperialen Ingenieur begleitet. Am Fuß des Ingenieurs steht ein großer Glaszylinder in Stahl gebunden und mit einem Uhrwerk aus Messing. Das ist eure Fracht, erklärt Christoph. Die Kanalkarte, die ich euch zeitiger gegeben habe, führt euch zu dem Ort, wo ihr dieses Objekt hinbringen müsst. Ihr müsst vorsichtig sein, fügt der Ingenieur mit einem starken tilianischen Akzent hinzu. Der Behälter ist sehr komplex und recht zerbrechlich. Wer immer ihn trägt, muss vorsichtig sein, ein Entweichen des Gases vor der Detonation kann tödlich sein. Sogar ein Haarriss im Glas führt zu schweren Schäden. Sobald ihr die Vorrichtung abgestellt habt, müsst ihr die Uhr aufziehen. Je weiter ihr die Uhr aufzieht, desto mehr Zeit habt ihr zu entkommen. Vergesst nicht, den Schlüssel mitzunehmen, sodass die Kreaturen sich nicht vor der Detonation an der Vorrichtung zu schaffen machen können. Ich wäre dankbar, wenn ihr die Uhren nicht überzieht, sagt Christoph. Die Skaven sind intelligente Kreaturen und je mehr Zeit ihr ihnen gebt, die Bombe zu untersuchen, desto größer sind die Chancen, dass sie sabotiert wird. Dümme geht euch auf den Weg. Wir sollen jetzt hier wohl auswählen, wer die Bombe tragen wird. Nehmen wir Shanna. Ich glaube, derjenige mit der Bombe, der sollte nicht so oft angegriffen werden. Und schon haben wir, glaube ich, am wenigsten angegriffen. Oder sogar auch der Feuerzauberer. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber einer von den beiden. Solarexplosion. Der nicht sterben will. Ja, er hat die Gasbombe. Ah, das sind Normalratten, die dürfen nur einmal zuschlagen. Das hängt gerade. Okay. Mann.
Piraten aber halt nicht sehr viel aus. Jetzt kommt auch noch ein zweiter. Schaden bekommen, aber er ist immun gegen Gift. Das ist jetzt hier aber nicht so gut. Null Magie, aber wir müssen ihn schützen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Magie riskieren. Das soll wohl sowas wie geblockt sein. Komisch, das habe ich aber erst seit diesem Level. Die einfach nicht sterben wollen. Na komm, hol ihn dir. Gibt's doch nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mal einen Feuerball, damit der da drüben wegkommt. Ist sie leider vergiftet. Auf den mal.
wir kriegen ihn schon noch klein. Achso, die kann er nicht zaubern, weil er die nicht sieht. Ah, okay. Doch, schon der, warum kann ich auf die jetzt nicht zaubern? Das ist ja ein sehr, sehr starker Widerstand hier, ganz am Anfang. Bin mal gespannt, wie lange die Quest dann noch geht. Endlich geschafft. Wir können aber noch einmal heilen. Ich dachte schon, jetzt kommen noch mehr. Wir können noch mal heilen. Und noch mal. Im Moment kommen jetzt mal keine mehr. Aber soll mir recht sein. Neue. Nice. Ich glaube, das würde der Hexenjäger nicht schaffen. Nee, das schafft er nicht. Ich glaube, die Waffen vom Hexenjäger sind langsam ein bisschen zu schwach. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Da seht ihr sie, die KI, die geht nicht in die Ecke und greift dann an. Das macht sie einfach nicht. Es sei denn, sie steht da schon vorher. Das ist irgendwie so, so lol. Ist der weg.
Magie mehr. Ach ja, unser Hexenjäger, der verbrennt die Gegner natürlich auch, der hat ja auch Brandgeschosse. Aber Schluss. Wer die Silberstange? Genau, einmal können wir noch heilen. So, ja, dann können wir gleich weitergehen. Aber da ist nichts. Nur Blut. Aber wie eine Altdorfer Kanalisation sieht das hier nicht gerade aus. Feuermagie denkt jetzt leider ziemlich hinterher. Die Krieger, der die Vorrichtung trägt, mein Gott, schon wieder so toll übersetzt, erreicht die markierte Stelle. Er stellt die Bombe vorsichtig über dem Abzugskanal ab und beginnt den Schlüssel zu drehen, der den Zeitzünder aktiviert. Von unten und in den Schatten blitzen rote Augen auf. Die Skaven haben bemerkt, dass etwas im Gange ist und wollen es stoppen. Na, denen sollen sie es versuchen. Es wird ihnen nicht gelingen. Das gibt's doch nicht. Der Ingo! Was? Der ist jetzt gut abgegangen. Willst du den Schlüssel der Gasbombe drehen? Füge 5 Drehungen zur Detonation hinzu. Thank you.
kleinen Ratten. Jetzt kann er wieder Inferno machen. So ein paar kleine Ratten sind doch kein Problem. Bitte den Schlüssel der Gasbombe drehen, füge 5 Drehungen zur Detonation hinzu. Ja. Das ist also auch das letzte Mal. Der hat leider diesmal 0 Zauber. Hier mit dem Mexiker noch was machen können. Nein. 15 Züge verbleiben. Okay, dann müssen wir jetzt raus. Und zwar so schnell wie möglich. Bevor hier noch alles in die Luft fliegt. Anführer, 6 Sturmratten, 1 grauer Profit. Die Krieger betreten den Raum und bemerken eine alte eiserne Sprossenleiter, die über einen Schacht nach oben aus dem Kanal führt. Ein Ausweg. Leider ist der Raum nicht leer. Ein grauer Prophet steht auf zum Spott auf einem Adlermosaik, einem der großen Symbole des Reiches. Er ist von Sturmratten umgeben. Die Abenteurer müssen sich durch diesen Schwarm kämpfen, um zu entkommen. Da steht er sogar gleich hier vorne, der Schamane, der Prophet. Der hat jetzt schon gut Schaden bekommen. Hat auch sehr gut gesessen. Und ich denke mal, der Feuermagier wird jetzt den grauen Propheten beseitigen. Vielleicht doch. Sind wir den Schlimmsten schon mal los?
Ja, den bekommt ihr eh nicht klein. Was? Du hast gesiegt. Ja, bereit für Training ist gut und schön, aber das gilt dafür nicht. Die Krieger flüchten, ohne Zeit zu verschwenden, ins Freie. Als gerade ein erschütternder Schlag zu spüren ist und sich hinter ihnen ein tödliches Zischen ausbreitet. Es dauert nicht lange, bis der Agent des Kaisers erscheint. Er sieht zufrieden aus. Ich hätte nicht gedacht, ihr überlebt, sagt mit schonungsloser Ehrlichkeit. Aber ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Geht bald nach Altdorf zurück. Wir haben die Skaven-Armee zumindest für jetzt lahmgelegt. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind. Die Überlebenden wollen sich rächen. Ich brauche euch, um das zu verhindern. Die Krieger, noch außer Atem von den zurückliegenden Strapazen, scheinen bei diesem Ausblick nicht gerade begeistert. Christoph holt einen großen Sack hervor und den Rest der Bezahlung. Ich mache euch reich und nicht nur mit Gold. Der Kaiser steht schon tief in meiner Schuld. In eurer Schuld. Vielleicht solltet ihr mal einen Blick in seine Schatzkammer werfen. Denkt drüber nach, während ich zurück in die Stadt gehe. Überflüssig und stolz ist damit geschafft. Damit haben wir noch eine Quest in Altdorf. Und weiß jetzt nicht, was ich hier. Ja, okay, ein bisschen Loot haben wir. Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.